Okay. Dann auf. Wo muss ich hin? Wartet, lasst mich raten. Ihr habt keinen Schlüssel zu diesem Tor und ich muss einen Magier auf irgendeinem hohen Berg besiegen, um einen zu besorgen. Meine Güte, wo nehmt ihr solche Ideen her? Hier ist der Schlüssel doch. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Jetzt muss ich die freudige Stimmung leider stören, indem ich frage, warum dieses Tor überhaupt verschlossen ist. Dies war einmal ein wunderschöner Park, in dem die Stadtbewohner sich vergnügten und Festgelage hielten. Dann machten sich die Kunal-Trow darin breit. Und so halten wir ihn zur Sicherheit verschlossen. Ja, diese Kunal-Trow können einem das Picknick schon vermasseln. Schrecklich, schrecklich. Bevor ich mich nun in tödliche Gefahr begebe, muss ich euch noch fragen, warum fehlen euch so viele Gliedmaßen? Ach, jeder von uns hat irgendwann einmal versucht, die Prinzessin zu retten. Dabei mussten wir den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Aber ich bin sicher, dass es euch viel besser ergehen wird. Vor ein paar Tagen haben wir einen unserer Brüder hineingeschickt. Haltet nach ihm Ausschau, er wird euch helfen können. Wenn er denn noch am Leben ist. Das ist wirklich sehr beruhigend. Viel Glück! Scheiße. Bei sowas darf man nicht lachen, Schwan. Der Barde beugte sich bereits den Wünschen seiner Anverlobten und machte sich auf den Weg in den Trow-verseuchten Highland Park. Hinweg. Ja, wo geht's denn hin? Lass mich raten, wie heißt denn der Bruder? Oh? Da ist ein cooler Trow? Was ist mit ihm los? Bevor ihr etwas sagt, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Wenn ihr mir keinen Ärger macht, mache ich euch auch keinen. Was wollt ihr hier? Ich brauche nur ein magisches Instrument von einem Trow in diesem Park. Dann verschwinde ich wieder. Seid ihr derjenige? Nein, ich nicht. Aber ich weiß, wer es ist. Ihr würdet gut daran tun, wieder umzukehren. Denn er ist nicht besonders umgänglich. Ich muss wenigstens einen Versuch unternehmen. Vielleicht können wir ja zu einer Einigung kommen. Würdet ihr mich zu ihm bringen? Nicht nötig, Fremder. Fnarf wird jeden Augenblick hier sein. Fnarf? Eure Wege haben sich bereits gekreuzt? Ja, und nicht nur die Wege. Es heißt, dass Fnarf nie ein Gesicht vergisst. Oder eine Feindschaft. Damit täte er keinem von uns einen Gefallen. Behandelt ihn mit Respekt, dann wird er euch vielleicht nicht sofort aufschlitzen. Das beruhigt mich ungemein. Das war ein guter Tipp. Ja, da ist er ja. Und seine 80. Na, wenn das nicht der schurkige Schreihals ist, den ich schon gesucht habe. Gerade wollte ich etwas ganz Ähnliches sagen. Allerdings weniger verschnörkelt. Meister, dieser Reisende kommt wegen eines magischen Instruments. So, ihr seid hinter meinem einzigartigen Eigentum her. Gut, ihr könnt es haben. Aber nur über meinen kalten Kadaver. Schade, dass ihr so langsam begreift. Ich erteile Lektionen nicht gerne zweimal. Ihr werdet feststellen, dass ihr es mit einem schlaueren Schüler zu tun habt. Nur durch einen zynischen Zufall konntet ihr mich letztes Mal auf dem falschen Fuß erwischen. Diesmal bin ich vielfältiger vorbereitet. Ihr wirkt tatsächlich besser vorbereitet. Aber ein oder zwei Dinge kann ich euch mühelos noch beibringen. Dann lasst das erzieherische Erlebnis beginnen! Fuck! Was ist jetzt ein blödes Gemetzel?
Hört auf! Fuck. Roxy! Kann ich sie wieder rufen? Nein, das noch nicht. Kann ich nicht tun. Das ist noch nicht. Was ist das? Alter, speichern, bevor hier nochmal was kommt. Ein guter Speicherpunkt. Wer braucht meine Hilfe? Ich! Und du? Da woher gekommen ist, oder? Ah, ja. Dann geht's dann weiter. Eita, was macht ihr? Komm auf. Nicht irgendwie nehmen? Nein. Okay, nein. Also nein, hier ist noch kein Durchgang. Das ist jetzt einfach mal so das Zeichen für, hier gibt's nichts. Hört mal auf, hier zwei. Kinderspielchen. Und jetzt? Soll ich mich zum Sieg raten? Das ist ja jetzt doof. Was mache ich jetzt? Den Companion wechseln. Das könnte ich mal probieren. Das könnte man mal probieren, dass ich jetzt hier die... Ach, ich bin eher mehr in Anglizismen. Den Archer, also die Bogenschützen, die mal zur Brust nehme. Melde mich zum Dienst! Jawohl, sehr gut. Lass sie nicht kaputt machen. Ich lock sie hierher und du schießt. Machen wir das so. Gibt's überhaupt was? Angriff! Visiere Ziel an! Ja, das sieht gut aus. Gereicht? Okay. Aber wie komme ich hier rein? Ach, ist das hier magische Schneekugel? Nee, das war doch jetzt hier irgendwie nur so ein Kinderalter. Wer braucht meine Hilfe? Aber das stand so explizit da. Es geht doch gar kein Weg raus hier, oder? Ja. Das können wir nochmal probieren, aber ich habe jetzt ja gerade wenig Hoffnung. Ja, sagt doch, ne, hier muss ich nochmal dahinter. Jetzt sind die natürlich wieder da? Ja, ungünstig. Da
gehen wir nicht nochmal raus. Aber wo ist denn denn jetzt? Irgendwas übersehe ich doch. Jetzt sind die wieder da. Und jetzt? Hier geht's doch nirgendwo rauf. Ich verpasse doch hier gerade irgendwas, oder? Also, ist das ein dritter, der noch muss? Ja, aber und jetzt? Ich check's nicht. Ich kapier's nicht. Was mach ich denn falsch? Da hilft mir nichts. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Ist klar. Doch keine irgendeine Art und Weise Möglichkeit. Ich übersehe doch gerade irgendwas. Ihr habt es bestimmt schon wieder gesehen, ne? Ich übersehe doch hier gerade irgendwas. Aber hier ist nichts. Sind die wieder da? Ach komm! Ja, das bringt mir eh nichts. Komm, da gehen wir wieder raus. Was ist jetzt die? Ach nee! Wer soll denn den da sehen? Ohne Scheiß. Oh, gut, dass ihr hier seid. Ich bin geschickt worden, um euch zu unterstützen. Ich weiß, dass ihr hinter FNARF her seid und ich würde euch gerne helfen, ihn zu finden, aber ich habe Angst vor diesem dreckigen kleinen Trow. Wenn ihr mich beschützt, helfe ich euch, an ihnen vorbeizukommen. Nichts für ungut, aber wie genau wollt ihr mir helfen, solange ihr euch hinter diesem Baum versteckt? Ich kann euch helfen, zu FNARFs Versteck zu gelangen. Ich habe viel Zeit in diesem Wald verbracht und kenne mich gut aus. Nach dem heutigen Tag kann ich jede Hilfe gebrauchen. Also kommt, lasst uns gehen. Und nun? Geht der Kerl hier jetzt vor, oder was? Vorsicht! Dort! Troll! Sie werden uns alle töten! Ja, dann kommen wir mit. So, ah, okay, so tut doch was, Barde! Wir werden sonst sterben! Ja, Bogen habe ich keinen. Ich kann nicht mehr lange aushalten! Rettet mich! Haben wir gleich. Macht immer keine Stücke. Ein Hammer. Wir sind verloren! Ah,
Passt schon. Gehen wir schon hin. Angriff! Rennt um euer Visiere Leben! Ziel an! Also, das war das Rätsels Lösung. Gut, dann will ich euch mal helfen. Vorsicht, das ist... Das muss wehgetan haben. Eigentlich hat es mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann heißt es, ich sei exzentrisch. Zu Recht, mein Freund, zu Recht. So, schau mal aus. Ja, ich glaube, hier hätte ich jetzt gern wieder... Vorsicht, dort! Troll! Okay, warte mal. Warum nicht die hier? Sie werden uns alle töten! Probiere ich es mit was anderem? Der Britz. So, tu doch! Ich kann noch nichts tun, weil ich noch auf volle Energie warten muss. Wir bleiben bei der. Ich kann nicht mehr lange aushalten! Ja, rettet mich! Du schaffst das schon. Melde mich zum Dienst. Wir sind verloren. Bitte kümmere dich um euer Leben. Gut, dann geht es also wieder los. Sehr gut. Das ist auf die gewisse Art, weil es ist ja das Ende. Oder riecht es hier nach Schinkenspeck? Das hätte betrunken. Angriff! Wie sie werden uns alle töten! So, tu doch was, Barde! Wir werden sonst sterben! Ich komm nicht ran an die Typen. Sorry. Ich kann nicht mehr lange aushalten! Rettet mich! Ah! Ja, diesmal kannst du knapp werden. Wir sind verloren! Wir sind auf einem guten Weg. Ja, das passt schon. Ich wüsste, dass ich dafür einen Bogen brauchen könnte. Kann doch kein Mensch ahnen. Schießt du? Attacke! Visiere Ziel an! Bitte schieß mal ein bisschen. Visiere Ziel an. Na komm, jetzt die letzten. Jetzt halt, komm. Ah, es wird eng. Gut, dann geht es also wieder los. Attacke. Moment. Zu mir. Auf dem Weg. Mal hier. Mach dich mal locker, mein Freund. Lass uns mir zuerst mal hier ein bisschen durchhalten. So, danke schön. Warte mal, bis die Energie wieder voll ist. Na, das können wir jetzt schon.
Doppido. Geht schneller, wenn ich laufe. Was ist mit dir eigentlich? La la la. Dumm, dumm. So, dir ist noch lassen. So. Weg mit dir. Schwupps. Gebt mir ein Ziel. Und weiter geht's. Vorsicht! Dort! Troll! Attacke! Visiere Ziele an und alle töten! So tut doch was, Barde! Wir werden sonst sterben! Ja, das passt schon. Ich kann nicht mehr lange aushalten! Rettet mich! Das war nicht schlecht. Bleibt hier! Ich gehe rein! Das war sogar sehr gut. Schockierend. Schockierend. Speichern! Speichern! Oh Gott. Speichern. Nein! Nein. Wildschweine, ich hasse Wildschweine. Was ist jetzt los? Ach du Fuck. Oh. Das war zu einfach. So. Na, wie lange braucht denn der? Ja. So, den haben wir auch. Dann kommt sein Freund, der Baumwerfer hier. Die halten ja nicht so viel aus, ne? Ah, lauf jetzt nicht weg. Noch Heilung? Zu mir! Einen Moment, Hübscher! Oh. So endet die Geschichte des Barden. Halt die Fresse! Grüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, nur ein wenig spontan. Und falls ihr es bis hier echt ausgehalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank,
Es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.